Wie haben Sie den gestrigen Tag erlebt? Schrecklich. Chaos pur. Wir erst haben wir meine Schwiegermutter aus dem Haus geholt, auf 5. Und dann durften wir dann bei uns wieder rein. Das war abgesprochen, dass wir rein konnten, sind wir auch reingegangen. Die haben gesagt, die Wohnung ist bei uns alles safe, das ganze Haus. Und ein paar Stunden später haben wir Aussage erfahren, dass wir auch raus mussten, weil das auch einsturzgefährdet war. Wo sind Sie jetzt dann so spontan untergekommen? Gestern waren wir kurz hinten in Hiesfeld in so einer Unterkunft. Das geht gar nicht mit den Kindern. Da hatten wir keine Waschmaschine, da hatten wir kein Essen gehabt. Da mussten wir alles selber besorgen. Und gestern hat eine Freundin sich angeboten, uns dann aufzunehmen für eine Nacht. Da sind wir auch hingegangen gestern. Und heute fahre ich zu meinen Eltern mit den Kindern. Und wissen Sie was, wo die ganzen Nachbarn untergekommen sind? Teilweise sind sie im Hotel untergekommen oder bei Freunden und Verwandten. Hat die Stadt denn irgendwie ein Angebot gemacht? Nein. Nur halt Unterkünfte in Obdachlosenwohnheime gemacht und Hotels, wo schon alles ausgebucht war. Und wir hatten leider das getroffen, dass wir auch in der Unterkunft für Obdachlose mussten. Wie fühlen Sie sich mit der ganzen Situation? Selten, komisch. Noch nie sowas erlebt und gehabt. Fühlt sich so richtig ein bisschen alles komisch an. Und der Zustand des Hauses war so bekannt, oder? Wir wussten, dass da einige Sachen gemacht werden mussten. Wir hatten auch schon mit Gasproblemen in dem Haus gehabt, alles, das wussten wir. Aber dass so mit dem Dach ist, das hatten wir gestern erst richtig alles festgestellt, dass das alles kaputt gegangen ist. Und dann nochmal die Gesamtsituation. Was würden Sie sich jetzt wünschen im Nachgang und was hätte die Situation vielleicht erträglicher, einfacher gemacht? Dass wir besseren mehr Vorschläge von dem Vermieter gekriegt hätten, dass er uns eine Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt hätten und mehr Aufmerksamkeit von ihm, dass das Haus endlich mal was gemacht wird. Wie haben Sie am Samstag von dem Vorfall hier an der Bismarckstraße erfahren? Ja, wir haben in der Stadt ein ganz klares Krisenmanagement und ich habe den Anruf der Polizeibehörde bekommen, dass es dann in solchen Fällen entweder die Polizei oder die Feuerwehr die Informationen weitergibt. Waren Sie dann persönlich vor Ort und wenn ja, konnten Sie vor Ort helfen? Ja, ich war selber mehrere Stunden vor Ort, denn wir warteten noch auf den Statiker, der eine abschließende Bewertung auch noch abgeben musste. Die Feuerwehr war vor Ort, die Polizei war vor Ort, der Dienstservice war vor Ort, sodass alle Hand in Hand gearbeitet haben. Es ging auch darum, Menschen zu beruhigen, die ihre Wohnung verlassen müssen, alles zurückzulassen und gehen zu müssen. Das kann sich jeder Mensch vorstellen, ist erstmal eine Schocksituation. Und da war jedes gute Wort und auch jede helfende Hand vonnöten. Welche Schritte wurden dann seitens der Stadt, jetzt haben Sie schon gesagt, Dienstservice war vor Ort, welche Schritte wurden dann seitens der Stadt weiter ergriffen? Ja, wir hatten natürlich als allererstes auch Kontakt zum Vermieter und haben ihn über die Situation unterrichtet und weiteres Vorgehen mit ihm besprochen. Für uns war erstmal vorrangig, rauszubekommen, inwieweit besteht Gefahr für die Menschen, die in diesen Häusern wohnen. Und es hätte halt die Gefahr bestanden beim Betreten oder Verlassen der Häuser, weil wir nicht wussten, wie verhält sich das Dach und kommt es dazu, dass Gegenstände möglicherweise runterfallen. Das wäre eine große Gefahr gewesen und von daher mussten wir die Häuser dann evakuieren. Wir mussten Unterkünfte für die Menschen bereitstellen und haben viele Gespräche geführt, Menschen beraten. Die meisten Familien sind dann auch zu Freunden und Verwandten vorübergehend gezogen. Wir hatten aber auch Personen, die eine besondere Pflege bedurften und die haben wir dann auch in Absprache mit verschiedenen Unternehmen untergebracht. Und was die Situation am Gebäude anging, so haben wir, nachdem der Statiker
dann gesagt hat, dass zwei Häuser zu räumen sind, auch ein Unternehmen beauftragt, was sofort erste Maßnahmen am Dach eingeleitet hat. Der Schaden war schon bekannt und dem Vermieter auch bekannt gegeben. Die Bauaufsicht war auch schon beteiligt. Es gab schon Gespräche zwischen dem Statiker, den der Vermieter eingeschaltet hatte, und auch einer Firma, die Zimmerarbeiten übernommen hat. Deshalb war eins der Häuser schon abgesperrt. Es war aber bisher nicht zu den Maßnahmen gekommen. Und die Stadt sagt, wir haben relativ zu früh gesehen, dass es dort ein Problem gibt. Dem Vermieter war das Problem bekannt. Es gibt Gründe natürlich, warum möglicherweise das Ganze noch nicht umgesetzt wurde. Wir wissen, wie es aussieht, gerade wenn es darum geht, Handwerkerbetriebe einzuschalten. Es war aber nicht so deutlich, dass die Gefahr so groß war, dass das Dach dann wirklich auch eingestürzt ist. Und die Problematik war im Besonderen am Freitag deswegen, weil Windböen angekündigt wurden und das natürlich dann auch noch mal unberechenbarer war. Was sind die Konsequenzen in Zukunft, dass es nicht mehr zu solchen Vorfällen kommt? Möglicherweise kann es solche Vorfälle immer wieder geben, weil wir schweben selten über den Häuserdächern von Dienstlaken. Der Schaden war damals oder ein angehender Schaden war damals schon zu sehen, weil sich die Regenrinne sich verschoben hatte und man dann davon ausgegangen war, es könnte sein, dass ein statisches Problem vorliegt. Natürlich ist die Bauaufsicht unserer Stadtverwaltung regelmäßig auch zu Ortsbegehungen im Stadtgebiet unterwegs oder wir reagieren auch auf Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben ja auch die Polizei und die Feuerwehr vor Ort und die Baubehörde ist da sehr sorgfältig, auch in diesem Fall vorgegangen. Sicherlich müssen wir uns noch mal Gedanken machen, inwieweit die engmaschigeren Kontrollen dann auch notwendig sind. Aber wie gesagt, es ist April. Wir sind Ende Januar war das Thema ein Thema und die Gespräche haben mit dem Vermieter stattgefunden. Eigentlich dann jetzt die Arbeiten an. Das ist ein unglücklicher Zufall. Wie geht es jetzt für die Bewohner und wie geht es im Allgemeinen mit dem Haus weiter? Ja, wir hatten gehofft, dass die Bewohnerinnen und Bewohner dann ins Haus zurückkommen, wenn die Traglast entfernt ist, das Dach. Jetzt sind erstmal nur notwendige Maßnahmen gemacht worden, um niemanden in Gefahr zu bringen. Wir müssen jetzt sehen, im Moment hat der Vermieter das ganz große Problem, dass er keinen Gerüstbauer findet, der nämlich das Gerüst aufbaut. Und das ist nicht mehr Sache der Stadtverwaltung. Wir haben alles großräumig abgesperrt. Die Menschen sind erst einmal untergebracht. Und wie es weitergeht, kann ich Ihnen jetzt so genau gar nicht sagen. Das liegt sicherlich daran, wann der Vermieter dann auch die Handwerker findet, die hier schnell einschreiten. Thank you.